Die Schrittmacher der Einheit, wie aus zwei Armeen eine wurde. Zwei Zeitzeugen erinnern sich an den turbulentesten Teil ihres Berufslebens. Konrad Freitag, Bundeswehroberst AD, erlebt als Presseoffizier das Aufeinandertreffen mit den Ex-Feinden von der NVA und begleitet den Abzug der sowjetischen Truppen aus der ehemaligen DDR. Wolfgang Dobrich, zur Wende NVA-Offizier mit 25 Jahren Dienstzeit, wird von der Einheit mit dem ehemaligen Klassenfeind völlig überrascht. Nach dem Fall der Mauer bis zum 3. Oktober 90 hatten wir ja bekanntermaßen ein Ministerium für Abrüstung und Verteidigung mit dem Pfarrer Rainer Eppelmann an der Spitze. Diese Zeit war eigentlich eine ganz schlimme Zeit, sage ich mal. Jetzt nicht aus politischen Gründen, sondern weil es sowas von drunter und drüber ging, weil ein geordnetes Arbeiten eigentlich im Grunde genommen gar nicht mehr möglich war. Minister Eppelmann hat damals noch aus seiner Sicht der Dinge zu dem Zeitpunkt heraus auch noch erklärt, dass es zwei Armeen auf dem Gebiet der DDR geben wird. Und viele, sage ich mal, meiner Kameraden haben da auch einen gewissen Optimismus rausgezogen, dass selbst wenn es zur Vereinigung kommt, sie dann schon ihren Platz in einer dieser beiden DDR-Armeen finden werden. Doch das Ende der NVA ist besiegelt, als der damalige Bundesverteidigungsminister Stoltenberg die Formel Ein Staat, eine Armee herausgibt. Am 20. Juli 1990 legen die NVA-Soldaten einen neuen Fahneneid ab. Im Herbst 1990 umfasst die Bundeswehr eine 500.000 Soldaten und knapp 170.000 zivile Mitarbeiter. Mit der Wiedervereinigung stoßen 90.000 Uniformierte und 47.000 zivile Angehörige der NVA dazu. Zuerst mal hatten wir ja alle ostdeutschen Offiziere übernommen, die Wehrpflichtigen entlassen. Die Generale waren entlassen, die Obristen waren entlassen, die Politoffiziersorganisation war aufgelöst worden. Es waren alle anderen noch da, ich weiß nicht, 10% Obristen. Und von da an nach unten bis zum Hauptmann, Oberleutnant, waren nun alle Soldaten der Bundeswehr. Das ging erst mal für 4 Monate so und dann wurde ein Auswahlprozess eingeleitet. Für 2 Jahre durften sich bewerben, Soldaten der Bundeswehr zu werden, richtig dann endgültig nach den Statuten der Bundeswehr. Und das haben, von der Bewerbung haben, glaube ich, 25.000 Gebrauch gemacht und 18.000 sind genommen worden. Einer davon ist Wolfgang Dobrich. Als NVA-Offizier hat er den gesamten Ostblock und die sogenannten sozialistischen Bruderstaaten bereist. Jetzt sind seine Kenntnisse gefragt. Ich habe mir wegen meiner Profession oder meines Berufs als Soldat eigentlich weniger Sorgen gemacht, weil ich im Rahmen meiner Militärdienstzeit ein ziviles Studium absolviert habe und ausgebildeter Diplom-Sprachmittler in 2 Sprachen war, also Deutsch, Tschechisch und Russisch-Dolmetscher. Am Sitz des ehemaligen Ministeriums für nationale Verteidigung in Strausberg wird das Bundeswehrkommando Ost eingerichtet. Für die Soldaten des untergegangenen Arbeiter- und Bauernstaates ist die Umstellung fundamental. Als dann in Strausberg das letzte Mal die Dienstflagge der NVA eingeholt wurde und die Bundesdienstflagge gehisst wurde und wir dann noch in NVA-Uniform standen am Vorabend, das war am 2. Oktober, und am 3. Oktober dann mit unseren Bundeswehruniformen gearbeitet haben. Es war zwar Feiertag, aber da fand ja in Strausberg die Kommandoübergabe von Rainer Eppelmann an Gerhard Stoltenberg statt. Und das war mein erster ernsthafter Einsatz für die Bundeswehr. Ich habe da Journalistenbetreuung mitgemacht mit der neuen Uniform. Und da kamen dann erst mal einige Leute, einige Offiziere auf mich zu und haben erst mal mein Barett richtig gerückt und die Jacke richtig unters Koppel gesteckt und lauter so eine Dinge, weil es war völlig neu und es hat auch keiner eingewiesen vorher, wie was zu tragen ist. Ja, und das war dann, sage ich mal, ein sehr emotionaler Moment. Und alles andere hat sich dann eben später gegeben. Es gibt keine Musterlösung für die bevorstehenden Aufgaben. Da ist zum einen die menschliche Komponente. Über 30 Jahre standen sich die beiden Armeen gegenüber, bereit im Ernstfall aufeinander zu schießen. Jetzt werden aus Feinden Kameraden per Befehl.
Den NVA-Soldaten sind Begriffe wie Staatsbürger in Uniform und innere Führung fremd. Auch der Umgang mit anderen Waffen, neuer Ausrüstung und Gerät, andere Strukturen, Vorschriften und Dienstwege müssen erlernt werden. Es hieß immer, ja, der Bundeswehrsoldat, das ist dein Feind. Du musst wissen, wie der Leopard 2-Panzer zu bekämpfen ist. An den Wandzeitungen hing immer das NATO-Emblem, ein Soldat in NATO-Uniform stand daneben und die Überschrift lautete Feind im Visier. Heute ist natürlich das Feindbild durch die Realität völlig überholt worden, es ist hinweggewischt. Und wir müssen uns aber jetzt irgendwie neu orientieren. Ich würde sagen, ein Deutscher schießt nicht mehr auf einen Deutschen. Gewaltige Massen an Waffensystemen, Ausrüstung und Munition müssen abgebaut werden. Überdies muss über die Zukunft tausender Liegenschaften entschieden werden. Wir hatten auch große Lasten zu bewältigen. Wenn ich allein hier an dieser Mauer stehe, in dieser Gedenkstätte, das war ja Teil der Grenzbefestigungsanlagen der DDR, die wir als Bundeswehr übernommen haben. Genauso wie wir das Brandenburger Tor plötzlich im Eigentum der Bundeswehr hatten als Infrastruktur und das alles erst aussortieren mussten, damit es alles wieder seinen rechtmäßigen Besitzer bekam. Also das war ein Prozess, den wir sorgfältig angehen mussten und da ist bei der Bundeswehr es eigentlich, finde ich, am besten gelaufen. Nie zuvor ist eine so mächtige Armee wie die NVA so unauffällig von der Militärbühne verschwunden. Ihr Übergang in die Bundeswehr wird zum Schrittmacher der Einheit. Thank you.